Machen wir hier doch nochmal fix eine Runde YouTube, bevor es jetzt dunkel wird. Hi, ich bin's. Wer sonst? Und ich befinde mich gerade in einem Hotel in Köln-Borz. Und was macht man an so einem wunderschönen, heute ist Dienstag, in Köln-Borz? Tindern. Ich war schon den zweiten Tag bei Domino's Pizza und habe mir eine Pizza bestellt. Was auch sonst, obwohl es bei Domino's mehr gibt als nur Pizza, aber... Ich esse ja kein Hähnchen. Bin also hier in meinem Hotelzimmer und Tinder eine Runde. Das mache ich allerdings nicht nur in Köln-Borz, sondern ganz egal, wo ich bin. Aber nicht, um irgendwie mir jemanden klarzumachen unbedingt, sondern am allergeilsten finde ich halt einfach die verschiedenen Beschreibungen, die man auf Tinder finden kann. Und ich habe eine Runde gesammelt. Jetzt schon eine Weile. Warum ist das so lustig? Ich verstehe es gerade gar nicht. Warum finde ich das so lustig? Ist ja auch egal. Ich bin in Köln-Borz. Ich glaube, auf der Pizza war irgendwas drauf, Alter. Ich habe also für euch so ein kleines Best-of an Tinder-Beschreibungen zusammengesammelt. Und ich haue jetzt einfach mal so raus, was ich gefunden habe. Ja? Gut. Ich mag Esel. Und knutschen kann ich auch. Großer Chibo-Fan. Meine Oma datet mehr als ich. Ich schreibe auch zuerst. Das klingt auf jeden Fall nach jemandem, der sehr desperate ist, jetzt jemanden kennenzulernen. Wenn die Oma schon mehr datet als du. Was ist los? Ich war auf der Pizza, war was drauf. Ich habe ein richtig geiles Tinder-Profil gefunden. Normalerweise darf man die Bilder ja nicht zeigen, ne? Aber Leute, Ente vom Park. Beschreibung ist auch so gut. Hallo, Quark. Ich bin eine Ente, Quark. Ich liebe Brot. Am liebsten alt und knackig. Quark, Quark. Schwimmen mag ich gerne und tauchen auch. Suche einen Partner zum Kuscheln und zum Schwimmen und zum Tauchen. Und mein Brot teile ich auch gern mit dir. Hast du überhaupt Brot? Quark! Quark mich an! Scheiße, Jungs! Ich habe aber letztens irgendwo gelesen, dass Brot für Enten gar nicht so gut sein soll. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber wenn nicht, dann habe ich recht. Ich bin kein Hashtag Traveler und auch eher so Rick and Morty als Sporty. Mark! Pizza hatte ich heute schon wieder. Gatzen, Alter. Was? Seifenblasen. Intelligente Menschen. Feiern. Macadamia essen. Hab Spaß am Leben. Ja, Mois. Das freut mich wirklich sehr für dich. Brokkoli oder Blumenkohl? Brokkoli, Spinat und Champignons. Ich weiß nicht warum. Aber ich dachte mir erst so, ja süß. Und dann so. Brauche Liebe, brauche Hals. Und einen, der mich knallt. Ich meine, was will man auch mehr, ne? Obwohl ich jetzt nicht einen brauche, der mich knallt. Ich habe keine Zeit. Gar nie. Bin der Hase von Alice. Weniger deiner. An dessen Namen ich mich nicht erinnere. Der im Dauer 5 Uhr Zustand seine Porzellantässchen mit ungeputzten Kaffeeflecken versaut. Und wenngleich ich auch andauernd Kaffee trinken könnte, ist der Analogiezug ein Mascara-Unfall. Zug habe ich sowieso verpasst. War spät dran. Hatte meinen Apfel zu Hause vergessen. Was? Ich habe keine Zeit, gar nie. Das habe ich verstanden. Bin der Hase von Alice, an dessen Namen ich mich nicht erinnere. Bis hierhin habe ich es auch verstanden. Der im Dauer 5 Uhr Zustand seine Porzellantässchen mit ungeputzten Kaffeeflecken versaut. Und wenngleich ich auch andauernd Kaffee trinken könnte, ist der Analogiezug ein Mascara-Unfall. Analogie.
Der was? Wenngleich ich auch andauernd Kaffee trinken könnt. Aha. Ist der Analogiezug ein Mascara-Unfall? Was hat ein Kaffee jetzt mit Mascara zu tun? Zug habe ich sowieso verpasst, war spät dran, hatte meinen Apfel zu Hause vergessen. Wer kennt es nicht? Ich hasse Übertreibungen und beim Joggen geblitzt zu werden. Oh, ich wurde letztens geblitzt. Ich muss auch meinen Führerschein für einen Monat abgeben. Eigentlich darf man es ja keinem erzählen, gell? Aber jetzt ist es im Internet. Rationaler Daydreamer, pralle Dat. Bitte keine AfD-Wähler oder Serienmonogamisten. Es spielt keine Rolle für mich, welches Geschlecht du hast. Deine Körpergröße ist mir egal. Dein Sixpack auch. Außer es handelt sich um Bier. Auf der Suche nach Zerstreuung. Weißt du, bis zum Bier? Dachte ich mir noch so. Okay. Ich fand den Satz, dein Sixpack ist mir egal, außer es handelt sich um Bier, fand ich gut, ja. Aber was zur Hölle ist Zerstreuung? Bin ich blöd, oder? Wer schreibt sowas in seine scheiß Tinder-Bio, Alter? Mag Sonnenuntergänge, lange Spaziergänge am Strand, Einhörner und gechoked zu werden. Nein! Och nö, Alter, ich schwör, wenn ihr diese Bilder dazu sehen könntet, ne? Ich hab gestern erstmal geschrien. Eine letzte habe ich noch. Auf dem vierten Bild freue ich mich, dass ich ohne Kater aufgewacht bin. Das war schön. Und ich fand das echt feierbar, weil das vierte Bild echt ein Bild war, wo sie sich gefreut hat, dass sie ohne Kater aufgewacht ist. Ich kann es euch leider nicht zeigen, aber ich kann es nachstellen. Also mache ich das jetzt. So sehen sie aus. Ich weiß nicht, aber irgendwas stellt Köln-Porz mit mir an, ey. In Köln-Porz ist alles irgendwie ein bisschen lustiger als zu Hause. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen mitlachen. Ich habe auf jeden Fall gelacht, als ich die Scheiße gefunden habe und jetzt gerade auch. Ich weiß echt nicht, was mit mir los ist. Ich bin einfach... Ich hatte heute Workshop Tag 2, morgen habe ich noch einen. Ich bin absolut durch. Irgendwann kommt mal dann ein Punkt, wo man nur noch lacht. Gut. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann ist jetzt alles gut. Wenn nicht, dann kann ich es auch nicht ändern. Dann ist es jetzt halt so. Auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Video wieder. Das ist versprochen. Das wird auch nicht gebrochen. Ich werde da sein. Und ja, ich sag bis dahin, wie immer, haut rein. Wow. Say, stop.